schläfst schlecht. Du wachst auf nach 2 Stunden und meinst, du müsstest jetzt aufstehen. Meistens muss man ja noch mal zur Toilette. Dann kannst du dir gleich von vornherein einen Löffel an den Spülstein neben der Toilette legen oder neben das Nachtschränkchen. Natürlich gibt es noch ganz andere tolle Ideen. Aber ich zeige erst mal Trick 17 mit einem Löffelstiel aus der traditionellen chinesischen Medizin. Wenn ihr das macht, ihr werdet erstaunt sein, was geht. Also Kameramann, komm mal mit. So, man hat jetzt einen Löffel. Am besten für die etwas Älteren, die nicht so gelenkig sind, einen längeren Stiel. Das sind meistens so Eislöffel. Dann fasst ihr hier so an und das dient ja auch einmal, dass das Metall leitet mehr als Holz oder Plastik. Und dann gehst du hier runter so und zwar hier vorne ist der Niere 1. Da geht man so her, streicht so rüber, so, und dann gehst du hier unter diesem Knochen vorbei, den Malleolus medialis, so, dann gehst du so rüber und dann ziehst du den so hier hoch in die Leistengegend rein. Und ich wollte ja die Hose nicht ausziehen, ja, nicht, dass ich da Ärger kriege. Jetzt nochmal, von hier vorne richtig draufdrücken, das ist auch empfindlich, ja, das ist ganz klar, soll auch so sein. Du dosierst ja selber, gehst hier vorbei, gehst da nochmal so vorbei, gehst da so hin. Und das ist der Nierenmeridian. Den machst du 5-mal und die andere Seite genauso. Das ist schon mal eine Top-Sache. Und dann, das ist ein super Mittel, das ist der Nierenmeridian und der wird dir enorm helfen. Und dann nochmal gehst du auf den Lenker. Ja, man kann da noch mehr machen, aber ich sag mal, gehst du aufs Lenkergefäß, mit dem Löffel gehst du wieder jeden kennen der ein oder andere schon mal, gehst du so rüber, ziehst den 5-mal hier so rüber bis zum Nacken, nochmal, ich zeige das jetzt aber nur 2-mal, sonst wird das Video so lang. Hi, in eigener Sache, wir haben hier die Sanotep-Technologie, hauchdünn. Wir setzen das in der Rehabilitation super gut bei Narben ein, also postoperativ, nach Operation setzen wir das sehr gut ein und wir sind erstaunt. Wir machen vorher Bilder und nach 2-3 Tagen wieder Bilder. Da haben wir Ergebnisse. Wir können Narben abfangen. Also wenn euch das gefällt und wir haben euch neugierig gemacht oder ich habe euch neugierig gemacht, geht auf sanotep-shop.com und schaut euch mal um. Und dann gehst du wieder rüber, machst du 5-mal und drückst ruhig ein bisschen auf. Du dosierst das ja selber. Man kann das aber auch machen lassen, wenn man selber nicht drankommt, aber da würde ich meinen Nachbar im Bett nicht wecken, deswegen. Das könnt ihr auch schon vorbeugend mal machen, bevor ihr ins Bett geht oder mal tagsüber. Guckt euch die Meridianführung an und macht die. Macht das mal regelmäßig, weil das ist ja, die TCM ist eine regulative Methode. Was zu viel ist, wird wieder abgeschwächt und was zu wenig ist, wird wieder aufgebaut. Das ist die Morphogenetik. Wir kommen mit einer Morphogenetik zur Welt. Das heißt, der Körper hat einen Eigenschutz. Der reguliert selber. Eine Abwehrkräfte hat er ja auch. Das kann man ja auch ein bisschen unterstützen. Und die TCM hat nichts anderes zu tun mit dieser Akupressur. Was ich euch zeige, dass ihr selber euch in eine Balance bringt. Das dauert bei manchen etwas länger, wenn es chronisch ist. Wenn es also relativ frisch ist, geht es schneller. Und wenn jemand sowieso ausgeschlafen hat oder wenn jemand sowieso keine Probleme hat und keine Beschwerden hat, dann hilft das auch nicht. Das hilft deshalb nicht, weil es alles ausgeglichen ist. Umso mehr man in der Disbalance ist, desto mehr kann man regulieren. Also nochmal ganz kurz, das ist das Lenkergefäß. Gehst du so drüber, ziehst ein bisschen strammer, gehst da rüber, zack. Das machst du natürlich 5-mal. Und dieser Nierenmeridian nochmal darunter, hier von hier vorne, so darüber und so hier unterm Knochen vorbei. Dann gehst du so darüber und ziehst den so, hier so hoch bis in die Leiste. Linke wie rechte Seite, 5-mal. Keine Angst, du wirst nicht wach, du wirst dich dann einkuscheln ins Bett, legst dich hin und du wirst erstaunt sein. Ich glaube, ganz viele werden schlafen. Und das kannst du ja auch nochmal wiederholen, auch in der Nacht. Aber meistens schläft man viel besser. Wir würden uns freuen auf einen Kommentar, der sachlich und konstruktiv ist, weil alle lesen so ein bisschen die Kommentare. Da gibt es ganz tolle Anregungen. Der eine hat die Anregung, der andere die Anregung. Der eine sagt,
die Bettdecke muss schwerer sein, der eine sagt das, der eine sagt dies. Ihr könnt daraus lernen, nicht nur wir sagen etwas, was super gut sein kann. Übrigens brennt das jetzt bei mir, so richtig durchblutet das. Aber es wird euch helfen. Wir sind eine Gemeinschaft und jeder kann den anderen helfen. Bleibt nur sachlich, so dass man was davon hat. Dann würden wir uns freuen. Macht einen Daumen hoch, abonniert uns. Wir freuen uns, wenn wir so ein Team sind. Also tschüss.